36. Okay, Level ist ein bisschen höher. Bisschen höher, als ich es aktuell bin. Aber, das macht nichts. Ist nur ein Milzer. Wie wir sehen. Der Drachenpuls, ja, macht überschaubaren Schaden. Ich hau mal noch eine Nitro-Ladung rein, um es ein bisschen weiter zu schwächen. Sollte ich allzu viel Schaden machen, sage ich ja. Drachentanz, okay, jetzt könnte es. Jetzt könnte sogar ein Milzer gefährlich werden. Wie wär's, wenn du einfach im Pokéball bleibst? So many boosts! Yep. All the boosts. Natürlich bleibt es nicht einfach so im Pokéball. Okay, Drachenpuls ist eine spezielle Attacke, das heißt, die wurde nicht geboostet, hat aber trotzdem jetzt eine bessere Roll getroffen. Alter, was? Milzer. Energiefokus, ja, natürlich. Verarsch mich doch nicht. Komm, Hyperball. Oh, wait. Du bist 36. Ich habe 3 Arena-Orden. Bis 35 lassen sich die Pokémon leichter fangen. Ha, wahrscheinlich bist du einfach ein Level zu hoch. Wahrscheinlich spielt es. Wird mir hier einfach ein Streich gespielt. Wahrscheinlich brauche ich einfach erstmal noch den 4. Arena-Orden. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Aber ich werde es jetzt noch einmal mit einem Ball versuchen, wenn er wieder sofort ausbricht. Ohne dass was wackelt. Okay. Es hat gewackelt. Das heißt, ich habe zumindest die Chance, es zu fangen. So you mean there is a chance. Milzer. Du kostest mich gerade Geld, weißt du? Finde ich nicht nett. Du kostest mich gerade Geld. Weißt du, was so ein Superball wert ist? Oder ein Hyperball? Kannst du dir ja nicht vorstellen. Dankeschön. Sehr schön. Mein erstes Drachi. Yay. Schlitzer. Nehme ich einen Schlitzer statt dem Ruckzuckhieb? Ha. Ha. Ja, komm. Ja, komm. Ruckzuckhieb. Ist zwar ganz nice von der Utility her, aber Schlitzer ist halt. Milzer, das Stoßzahn-Pokémon vom Typ Drache. Sind an Felsen oder Bäumen eigenartige Zahnabdrücke zu finden, lebt wahrscheinlich ein Milzer in der Nähe. Guck an. Guck an. Milzer. Milzer. Dann können. Oh! Hier ist das doppelköpfige Drachenviech. Also ich vermute mal, dass es ein Drachenviech ist. Ja, komm, ich kämpfe mal direkt dagegen. Boyelin. Ja, komm. Hallo. Du bist eine Pflanze, ne? Jalapeno, ja, du bist definitiv eine Pflanze. Bei dem Namen bist du absolut eine Pflanze. Egal. Boilin, it is. Flinchen klappt schon mal super. Noch ein drittes Mal? Nee, schade. Aber ist nur eine Kopfnuss. Ist nur eine Kopfnuss, ist vollkommen irrelevant. Nehme ich. Come on. Dein Ernst? Sorgensam.
erstmal ein Wasser-Pokémon gegen Pflanzen. Ja, klar. Das macht Ash im Anime auch nicht anders. Und gewinnt. Ja, also von daher, ich habe bei den Besten gelernt. Hust, hust. Ach ja, der Pokémon-Anime, ey. Oh ja, das ist, okay, jetzt kommt die Kugelsaat, die, Bojelin hält durch, um dir keine Sorgen zu bereiten. Jo, und jetzt kriegst du noch einen Treffer in die Fresse. Ha, Bojelin, das üben wir nochmal. Ja, das goldene Schwalbus war super. Oder das Onix, das plötzlich, eine erste Staffel, das Onix von Rocco. Das plötzlich Schaden durch Pikachus Elektroattacken genommen hat, weil es nass war. So dumm. So dumm einfach. Ich liebe es. Der gute alte Pokémon-Anime. Oh, Pikachu. Ziel auf das metallene Horn oder auf die Zunge von Rizeros. Damit machst du ihm dann trotzdem Schaden. Pflanzefeuer. Wir haben ein Pflanzefeuer-Pokémon. Okay, ja klar, Jalapeno hätte mir das eigentlich sagen müssen. Oh, geil. Oh, die Kombination wollte ich seit Ewigkeiten mal haben. Pflanzefeuer finde ich so cool. Ich glaube, ich nehme. Ich glaube, ich nehme Knabber doch nicht mit. Tja. Aber es ist ja noch eine Pflanze, ne? Ja, Pflanze und Feuer, weil ist ja eine Chili. Eine Chilischote ist ja auch heiß. Und eine Pflanze. Oh, so eine gute Kombination. Jalapeno, das Habanero-Pokémon vom Typ Pflanze und Feuer. Der grüne Kopf hat eine brutale Veranlagung, da Scharfstoffe sein Gehirn stimulieren. Wütet er erst einmal, ist er nicht mehr aufzuhalten. Oh, das finde ich cool. Es gibt endlich ein Pflanze-Feuer-Pokémon. Darauf warte ich seit 7 Generationen. Vor allem, was ist denn da sehr effektiv gegen? Flug? Gestein? Und ich glaube, das war's. Ich glaube, da ist nur Flug und Gestein sehr effektiv gegen. Flug ist neutral gegen Feuer. Und sehr effektiv gegen Pflanze. Also wird sehr effektiv gegen das Viech sein. Aber ansonsten. Boden ist nicht sehr effektiv gegen Pflanze, aber sehr effektiv gegen Feuer. Also das ist neutral. Eis ist nicht sehr effektiv gegen Feuer, wenn ich es richtig im Kopf habe gerade. Und sehr effektiv gegen Pflanze, also auch das wird neutralisiert. Käfer ist nicht sehr effektiv gegen Feuer, also wird auch das neutralisiert. Wasser neutralisiert sich auch. Ich meine, mir fallen jetzt halt auch nicht viele Typen ein, die nicht sehr effektiv sind. Gegen das Viech, davon mal ganz abgesehen. Aber grundsätzlich einfach mal nur Flug und Feuer als sehr effektiv, nur Flug und Gestein als sehr effektiv, finde ich interessant. Psyopatra, okay. Du mich auch? Frisst das Aeroas. Die Akrobatik meine ich. Ein Volltreffer, sehr schön. Damit sind wir jetzt auch auf einer guten KP-Range. Äh,
Ja gut, da es ja nicht wirklich ein Spoiler ist, weil ich kenne ja alle Typen. Und eventuell kommt mir einen nur nicht in den Sinn. Ja, darfst du. Psiopatra, das Strauß-Pokémon vom Typ Psycho. Über die Lücken zwischen seinen farbenfrohen Rüschen setzt es Psychokräfte frei. Es kann eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h erreichen. Okay. Nicht schlecht. Gift. Ja, ich habe an Gift nicht gedacht. Stimmt, Gift ist sehr effektiv gegen Pflanzen und neutral gegen Feuer. Aber keine Doppelschwächen. Oder Vierfachschwächen, wie viele wie viele sagen. Hallo Pampuli. Will ich einen Pampuli? Eigentlich schon. Eigentlich will ich sowieso alles fangen, was mir über den Weg läuft. Also warum frage ich eigentlich, ob ich einen Pampuli haben will? Ja klar will ich es haben. Akrobatik, let's go. Bist du ein gutes Pampuli? Nee, bist du nicht. In dem Fall will ich dich nicht. Du hast keine Ausdauer als Fähigkeit. Mag ich nicht. Nö. Wenn dann will ich eins mit Ausdauer. Dum 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 dum. Hallo Wolverock. Lass mich einmal ganz kurz Bojelin nach vorne setzen. Bevor wir mit dir kämpfen. Ich weiß gar nicht, wieso ich das mache. Hust, hust. Wasserdüse, let's go. Oh. Ha. Boah, das Felskrab macht so viel Schaden. Biss. Wir sind trotzdem noch schneller? Ah, weil er Brüller einsetzt. Ja, okay. Drecksviech. Schmeißt er mich einfach aus dem Kampf raus. So, da haben wir nochmal einen Pampuli. Hey, Maultier. Bleib mal stehen. Wasserdüse, let's go. Zähigkeit heißt nicht Ausdauer. Okay. Im Englischen ist es Stamina. Und ich habe den englischen Namen übersetzt. Okay, jetzt sind wir aber definitiv bei dem Pampuli angekommen, das ich haben will. Zähigkeit ist so eine coole Fähigkeit. Vor allem auf einem Pokémon, das sowieso schon eine gute physische Verteidigung hat. Volltreffer, natürlich. Komm, ich schmeiß mal einen Ball. Wird schon passen, hoffe ich. Oh, da ist dieser Eiswal. Da ist dieser Eiswal, den will ich auch haben. Let's go, Gibbel. Schaufler. Ja, komm. Ja, komm. Scheiß auf den Einigler. Pampuli, das Packesel-Pokémon. Also, eigentlich ist ein Muli ein Maultier und kein Esel, aber wollen wir mal nicht so sein. Es bewegt sich zwar langsam, ist aber sehr kräftig. Sein Gang ändert sich auch dann nicht, wenn es das 50-fache seines eigenen Gewichts trägt. Das 50-fache seines eigenen Gewichts? Das sind über 5 Tonnen, mein Freund. Holy shit, Roni. Okay. Meinetwegen. Meinetwegen. Wir heilen dich mal hoch. Mit ein paar Tränken. Kacken auf das Bojelin. Hallo, na? Flannival. Akrobatik. Okay,
Okay, die macht tatsächlich weniger Schaden, als ich erwartet hätte. Oh. Agilität! Weil ich gerade eh nicht treffen kann. Und falls ich jetzt paralysiert werde. Ich hätte es nicht sagen sollen. Aber den, ja, toll. Den Initiative-Malus habe ich halt wieder rausgeholt. Ja, ich habe es beschworen. Aber dafür triggert der Flammkörper auch quasi immer. Also, ne. Ich beschwere mich da nicht allzu sehr. Du bist eine 50, du bist eine 110 mit Step. Das heißt, du bist eine 100er mit Step, weil sie effektiv macht immer noch ein bisschen weniger Schaden. Echt? Zweimal Fullpara hintereinander? Wow. Wow, Kackvieh. Mistviech. So, durch die Feuerticks will ich jetzt aber definitiv maximal mit einem Ruckzuck-Hieb hier noch die KP verringern. Tack hat ver... What? Okay. Ich weiß, was für eine Fähigkeit du hast. Ja, ich habe das Wetter hier nicht berücksichtigt. Weil es ist eigentlich kein Wetter, ne? Weil es gibt keinen Hagelschaden. Ja, keine Ahnung. Egal, Flannival, bleib in diesem Superball. Diesem Superball. Yay. Flannival wurde gefangen. Wir sind so kurz davor, dass sich Dartignis entwickelt. Flannival, das Landwahl-Pokémon vom Typ Eis. In Herden aus ca. 5 Artgenossen bewohnt es frostige Gebiete. Am liebsten frisst es Mineralien, die in Schnee und Eis enthalten sind. Jo. Eis ist an der Defensive halt leider ein echt beschissener Typ. Aber ich habe sowieso überlegt, oder ich suche schon eine ganze Zeit nach einem ordentlichen Wasser-Pokémon aus der neuen Generation, das ich für Builin reinholen kann. Und Eis ist zwar nicht Wasser, aber man könnte halt trotzdem mal drüber nachdenken. Lawine, Sprungfeder, Bodycheck, Dreschflegel, ja, Schneemantel. Angriff sieht nicht verkehrt aus. Ah, die Attacken sind halt nicht so das Geile. Die Attacken sind halt echt nicht so das Geile. Ich nehme dich mal trotzdem mit. Dann gucken wir weiter. Ich meine, Swellord könnte ich so langsam auch mal aus dem Team nehmen. Entwickelt sich ja eh nicht mehr. Und dann können wir Knabbern jetzt hier mit reinschmeißen. Was ist eigentlich für eine Fähigkeit? Chlorophyll. Okay. Du hast einen Zen-Headbutt. Mm.
Echt? Du bist scheu. Warum bist du scheu? Warum Minusangriff? Warum? Come on. Come on, das ist ein Troll. Das ist jetzt ein echter Troll. Egal. Hallo Pinio steht auf jeden Fall auf der Liste. Dann für Datignes wahrscheinlich reinzukommen. Oder natürlich nimmt Psychopatra mit rein. Sie schreibt Pflücke Agilität. Ich hätte ich halt meine Flugattacke weiterhin, ne? Schnüffler. Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Für den Pflücker leider nicht wirklich viel Angriff. Müsste ich dann sehen.